Anfang Januar stellt General Motors die Serienversion seines Elektroautos Chevrolet Bolt vor. Auch bei uns soll das Elektroauto als Opel zum Jahresende an den Start kommen und Karriere machen. Aus Kostengründen wird der Opel wohl einen kleineren Akku als der Amerikaner bekommen mit einer Füllung für 200 Kilometer. Das Elektroauto ist eine Mischung aus Kompakten und Van. Gegner ist der BMW i3. Mit einer Länge von 4,20 Meter fällt der Bolt allerdings eine halbe Nummer größer aus als sein Konkurrent aus Süddeutschland. Preislich dürfte der Rüsselsheimer ab 25.000 Euro zu haben sein.